So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, die ist passiert. Meine Freundin hat auf Temu bestellt. Ich verstehe das nicht. Pupsi, wie konntest du nur? Temu, das Ding, was jetzt jeder irgendwie in der Werbung sieht, jeder Video drüber macht, jeder irgendwie eine Anfrage kriegt wegen Kooperation, wegen irgendwas. Ich habe auch diverse E-Mails bekommen, dass ich Temu-Influencer werden soll, ein Video über Temu machen soll. Hat mich gar nicht interessiert, deswegen setze ich mich jetzt hierher und mache ein Video über Temu. Das ist aber keine Werbung, das ist kein Product Placement. Ich habe da nichts angenommen, ich fand das irgendwie, keine Ahnung, ich wusste nicht, was ich da machen soll. Dachte, kenne ich nicht, habe ich noch nie was bestellt. Was macht Pupsi? Bestell da was. Was sie bestellt hat, wusste ich selber nicht, sie hat schon alles aufgemacht. Ich gucke da jetzt mal rein, ich habe gesagt, warte mal, das will ich mal im Video zeigen, was du da für Sachen bestellst. Bei Temu, was es da gibt, und ihr werdet bestimmt sehen, während die meisten wohl sagen, Temu, die beste Seite, bestellt da, das ist, der Gott hier, der heilige Grandpa. Nee, werde ich wahrscheinlich sagen, wie kannst du nur? Das sind die zwei Temu-Pakete. Da kamen zwei so hässliche Stofftüten an, beziehungsweise, ja, was heißt Stoff, so Plastik-Schrotttüten. Diese eine Warensendung hier kam sogar extra. Und dann hat sie gesagt, oh, da ist was extra, guck dir das mal an und dann packe ich das aus. Und was ist das, was extra kam? Ein Scheißhaufen. Eine Zille, keine Ahnung, so eine, wie bei Dennis, der hier immer früher als Kind irgendwie das Steine rumgeschleudert hat. Hast du hier einen Kackhaufen drin, es geht gar nicht auf. Der Schrott hätte ich mir mal lieber eine Schere mit hergenommen. Und ich frage mich, warum sie sowas kauft und sie sagt, es hat nur 20 Cent gekostet. Und das ist halt die Lösung und das ist das, worum es geht. Ihr kauft euch Stretchy Flying Toys, ne? Shoot You, einen Kackhaufen, den ihr dann irgendwie ja wegschleudern könnt. Da diesen Kackhaufen und den schleuderst du dann weg. Jetzt funktioniert das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ich steck den jetzt hier rein. Und sag mir dann, der funktioniert sogar, der fliegt sogar raus. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da hätte man mal, warte mal, wir machen es mal so, Richtung Schrank und guck mal jetzt. Zack, ist einfach an den Schrank geflogen. Das ist der Kackhaufen, wenn das Marie sieht. Die steht ja auf Kacke komplett. Wenn die Kacke sieht, da dreht die immer durch und alles, was aussieht wie Scheiße, da ist die auf jeden Fall immer dabei. Kann ich nicht nachvollziehen, aber das sind halt Kinder, sagen wir mal, ne? So, dann haben wir, was ich schön finde. Da habe ich zu ihr gesagt, sowas ist lustig, ansonsten gibt es nur Schrott. Hat sie auch bestellt, finde ich cool. Wenn sie schon da bestellt, dass sie das bestellt, weil das war das Einzige, was mir mein fettes Herz wieder erobert hat. Das ist nämlich eine Suppenkelle mit Füßen dran und mit einem Hals dran und mit einem Auge. Und das ist Nessie, guck mal. Ich bin Nessie. Und so kannst du jetzt hier deine Suppe aus dieser billigen Plastikschaufel rausholen. Das ist auf jeden Fall richtig stark. Hier haben wir irgendwas, was wo Klamotten sind. Ich glaube, das Einzige, was du bei Temu bestellen kannst, sind auch Klamotten, weil du da halt günstig Klamotten kriegst. Und wenn das dann passt, dann ist ja okay. Hier, Daddy's Drinking Buddy. Da hat sie wohl einen Body bestellt für Jonas, Daddy's Drinking Buddy. Die Trinkbrüder, der eine hat ein Bier, der andere hat eine Milchflasche. Also, ich dachte immer, es stört sie, dass ich so viele Biertastings mache, aber jetzt möchte sie Jonas da auch ranführen. Das finde ich sehr gut, dass wir gemeinsam dann testen. Milch mit Bier. Nein, aber wenn das günstig so zu erwerben ist, so Kleidung, ist das doch cool. Aber der ganze Schrott ist halt trotzdem Schrott. Das müsste auch eine Klamotte sein. Die müssen wir uns auch mal angucken, was da drauf steht. Das ist ein Pullover, ein Kapuzenpullover. Okay, hier steht Daddy's Boy. Daddy's Boy. Man kann es auch übertreiben. Daddy's Drinking Buddy. Das hätte auch vom Netghost sein können. Daddy's Boy, das ist so Standard 0815 Zeug, was gefühlt jeder sich kauft, einfach und seinem Kind anzieht. Hätte ich nicht gekauft. Pupsi ist halt so.
sie ist halt auch nicht ich, sie ist halt auch eine Frau. Hier ist noch eine Klamotte drin. Ich glaube, ich habe den Klamottenbeutel erwischt. Das müsste was für Marie sein. Bestimmt irgend so eine Bumshose. Nein, es ist ein Pullover. Be kind. Also, be kind heißt doch eigentlich, sei nett oder so. Oder be kind, sei behindert. Nein, da steht be kind, sei nett. So sieht das aus. So als Kapuzenpullover. Ich habe keine Ahnung, wie viel das gekostet hat, aber scheint ja günstig gewesen zu sein. Dann ist bald Halloween. Da wollte sie für sie noch irgendwas zu Halloween suchen. Hat sie gesagt, sie hat da irgendwie ein Kleid, ein Hexenkleid. Ist das ein Hexenkleid? Das ist genial. Also als, für ein Kind als Kostüm. Sieht sogar stark aus. Mit hier. Total samtiger Stoff, der so richtig reibt überall, okay. Das fühlt sich richtig pervers an. Ich habe da so eine Wrestling-Hose, die fühlt sich genauso an. Ich habe eine Simpsons-Hose, die fühlt sich genauso an. Die ziehe ich immer zur Weihnachtszeit an. Da kriegst du auch Augenkrebs, wenn du die siehst. Also das für Marie, das passt bestimmt. Was ist das? Keine Ahnung. Und da hat sie, glaube ich, gesagt, das sollen so für die Waschmaschine sein. So komische Schaumstoff. Plastik mit Bärengesicht, Caps, die machst du in die Waschmaschine bei der Wäsche mit rein, dass das die Katzenhaare von der Wäsche entfernt. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber ja, wenn man das braucht, was es nicht alles gibt. Ich trage gerne Katzenhaare, deswegen brauche ich das nicht. Hier ist ein Anhänger. Ein Anhänger, der ist ja so süß, guck dir den mal an, es ist ein kleines, dickes Rehkitz, ein Hirsch oder irgendwie so ähnlich. Dann haben wir hier, das ist das Hässlichste. Das muss ich erstmal dahinter legen. Das muss ich am Schluss zeigen. Hier habt ihr einen Löffel. Das ist ein Löffel, da steht drauf, bester Opa der Welt. Den hat sie wahrscheinlich für ihren Papa zum Geburtstag besorgt. Bester Opa der Welt. Löffel, warum nicht? Ne? Kannst du dir deinen aufwärmen und dann... Hier haben wir noch einen Anhänger. Darf man den mal rausnehmen? Ich weiß es nicht. Das ist ein Anhängerkettchen, irgendwas in der goldenen Tüte. Da ist der Gizmo drauf von den Gremlins. Der Gizmo mit einer Weihnachtsmütze. Vielleicht hängst du dir das auch an den Weihnachtsbaum ran, wie auch immer. Dann haben wir hier, weil ja bald Halloween ist, genau, Beutel. Ein Halloween-Beutel braucht man unbedingt. Man kann ja nicht mit einem normalen Beutel rumgehen oder mit einem Rucksack und Süßigkeiten abgreifen. Vor allem hat Marie schon so einen blöden Halloween-Beutel. Sandra kauft einfach noch einen Halloween-Beutel. Und weil einer nicht reicht, gibt es noch einen zweiten Halloween-Beutel. Aber hat, glaube ich, auch wieder nur 50 Cent oder so gekostet. Da hat sie gesagt, hat sie zugeschlagen. Was ist das? Eine Rassel. Das ist eine Rassel. Hör dir, wie die rasselt. Da kannst du dir, wenn du dir die Salsa-Maß machst mit dem Hannes, kannst du dir die Rassel nehmen und kannst sie dann immer so rasseln lassen. Ja, eine kleine. Da drehst du schon wieder durch. Genau, perfekt. Eine Salsa-Maß, Rassel, Crow. Hier verschiedene Greifsachen wohl für den Jonas. Ne, ist nur eins. Und zwar ist es hier so eine Wurstschnecke. Rest in Peace, Wurst Achim. Da ist so ein Plüschdings dran mit auch hier einer Wolke und so ein Bandwurm so lang gezogen. Entweder nimmst du das einfach oder du kannst das irgendwo dranhängen. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall wieder total schön. Ne? Dann hast du, die Tüte ist leer. Als nächstes einen Hexenhut. Wir haben ja die Klamotten gezeigt, da können wir auch den Hexenhut mal zeigen. Ich mir denke, wem soll der denn passen, so klein wie der ist. Ach, der war zusammengefallen. Jetzt hat es einen Schlag getan und plötzlich ist der größer. Jetzt sieht er so aus. Da kannst du ja die Mütze wegpacken. Du kannst den Hexenhut dir selbst aufsetzen. Was ich auch nicht verstehe, hätte ich auch nie gekauft, denn die hat ja einen Hexenhut gehabt letztes Jahr, sogar zwei, die sie übereinander aufsetzen konnte und hat beide weggeschmissen. Deswegen musste dieses Jahr ein neuer gekauft werden. Das ist Verschleiß hoch 10, aber der sieht eigentlich ganz gut aus, aber ja, weiß ich nicht. Weißt du ja, kannst du eigentlich jetzt schon wegschmeißen, weil
Dann wird der danach auch wieder weggeschmissen. Dann kannst du eigentlich auch jetzt schon wegschmeißen. Hier, das müsste, glaube ich, für Sandra selber sein. Ich weiß nicht, das ist jetzt hier privat. Macht mal kurz die Augen zu. Ich gucke mir das mal an, weil das ist ja hier nichts fürs Video. Das ist ein Ding mit Schweinchen rosa. Also auch so ein Sweatshirt oder irgendwas. Schwarz, Schweinchen rosa, grau. Auf jeden Fall sehr dünn, für jetzt wahrscheinlich zu kalt. Jetzt sie irgendwas, hat sie gesagt, das ist für mich. Da hat sie gesagt, das ist auch für mich. Da hat sie gesagt, das ist für mich. Lass mal alles weg. Haben jetzt nichts mehr hier drin. Da war ja gar nicht so viel Schrott dabei, wie ich gerade sehe. Außer ein paar Dinge, wo ich mir denke, wer braucht das? Dann finde ich ja gar nicht Temu so extrem schlecht und abartig. Dann ist es ja eigentlich ganz okay. Vor allem bei Klamotten, wenn du da günstig Klamotten kriegst, wo sie dir sonst was abziehen, ziehst du an, fertig. Wenn du mal ein Kostüm brauchst, warum nicht? Hier für Jonas noch ein Body. Ein Body für Jonas, wo drauf steht My First Halloween. My First Halloween. Mit einer extra Hose dazu. Eine Kürbishose fürs First Halloween und eine Mütze. Diese Mütze kommt auf den Kopf. Und wenn sie ins Gesicht rutscht, dann sieht er halt aus wie ein Pumpkin. Die würde ich auch aufsetzen. Basti, wir kommen, setzen nochmal hier die Mütze auf. Gucken nochmal so. Und dann seht ihr perfekt. Jetzt passt mir die auch. Also diese Pumpkin-Mütze ist auf jeden Fall vielseitig einsetzbar. Jetzt sehe ich aus, als hätte ich eine Glatze. Was ist denn jetzt passiert? Lass mal kurz hier rüber. Das auch mal weg. Wo ist meine Mütze? Gib mir mal die Mütze wieder. Denn sie hat ja gesagt, zwei Sachen sind noch für mich. Warum auch immer, ich habe keinen Geburtstag. Es ist nicht Weihnachten. Es ist dann, irgendwann kommt Halloween. Und hier ist ein T-Rex. Ein T-Rex? Was ist das für eine Größe? 10XL? 3XL? Guck mal. Ein 3XL T-Rex mit Kapuze, ein schöner, wuscheliger Pullover. Und der heißt T-Rex, weil das ist ein Tyrannosaurus Rex mit einer Tasse Tee. Der T-Rex! Stellt euch das mal vor. Boah, den kann ich als Partnerpullover anziehen mit Pupsi zusammen. Also, dass wir beide in denselben Pullover reingehen, so groß wie der aussieht. Aber egal. Da ist noch Platz drin, wunderbar. Den muss ich mal anziehen irgendwann. Hier wieder irgendwas Perverses. Also der Stoff sagt mir, er ist pervers. Und zwar ein Stephen King's S. Ein Clowns-T-Shirt oder was? Was ist das für eine Größe? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall groß und weit und schmierig und sieht bestimmt total lustig aus. Wer zieht sowas an? Wahrscheinlich ich demnächst. Danke dafür, Pupsi. Und das letzte ist eine Jacke. Eine Jacke, wenn du eine Jacke kriegst für 2 Euro, die würde ich auch nehmen. Oder? Steht da was drauf? Steht da nichts drauf? Ist einfach nur fett. Das ist wirklich für mich eine Fettjacke. Eine schwarze Fettjacke. So. Rote Ärmel. Reißverschluss hier unten. Nee, da ist gar kein Reißverschluss dran. Also Reißverschluss in der Mitte, aber die Taschen sind ohne. Das wäre noch perfekt, wenn hier das Reißverschluss wäre in den Taschen, wenn du da was einsteckst, damit es nicht verloren geht. Hier nochmal eine schöne Winterjacke, aber ich habe ja eigentlich meine hässliche mit den Wölfen. Aber ja, wenn die mal nicht mehr ist, dann zieht man sich die an, die offizielle Temu-Jacke. Aber damit ihr wisst, wieso Temu so ist, wie es ist, ihr kennt ja vielleicht alle Fingerskateboards. Ich hatte als Kind damals auch ein Fingerskateboard. Da hast du extra schön Grip-Tape drauf gehabt. Du hast gemerkt, dass das ein bisschen rau ist. Du hattest Werkzeug dabei, dass du die Schrauben aufmachen kannst, um die Räder abzunehmen. Also die Wheels, dass du die Bearings abschrauben kannst, die Trucks, alles sonst was. Also die Bearings sind ja die Kugellager und die Trucks sind ja die Achsen. Und du konntest auf jeden Fall dein Board modifizieren, einstellen. Du hast immer ein schönes Bild gehabt, du hast Grip-Tape gehabt. Das sah richtig professionell aus. Gerade die Tech-Decks waren richtig stark. Jetzt hat Pupsi da irgendwie Fingerskateboards wohl bestellt. Wusste ich nicht. Sind hier in so einer Packung drin. Sieht erstmal aus wie, ja, wo ist jetzt das Problem? Ich dreh's rum.
Da ist kein Bild drauf, nirgendwo. Die sind alle einfach nur knüppelrot unten drunter. Das Bild ist oben, dafür sind die aber glatt oben, obwohl die da gebogen sind. Und wenn ich mir die Räder angucke, wie verbogen und verdrückt die Räder sind, plus wie schlecht die Verarbeitung von den Fingerskateboards ist, da kommt mir alles hoch. Ich nehme jetzt mal hier raus. Ihr guckt euch das mal an. Was ist das für ein Brett? Das ist ein Fingerskateboard. Das ist einfach nur dieses rote Plastikteil, wo hier noch bei der Verarbeitung Reste irgendwie, da ist ausgeblichen, da ist noch eine Kante dran. Die muss, hätte man abkanten müssen, hätte man entgraden müssen. Hier ist ein Loch drin, so. Ist einfach nur irgendwo eine Spritzgussmaschine oder was rausgekleckert worden. Dann hier hochgebogen einfach der Nase nach und oben ein Aufkleber drauf. Einfach ein Aufkleber, damit er ein Bild oben drauf ist. Wer macht sowas? Ansonsten ist das der größte Schrott, den ich je gesehen habe. Und davon habt ihr gleich 5 mit so extrem atemberaubenden Mustern. Guckt euch diese atemberaubenden Muster an, ja. Dieses billige Schrottbrett, diese Kackräder da dran. Also, das ist echt der letzte Mist. Das brauchst du auch niemandem schenken. Wie das da drauf geklebt ist, wie das aussieht, wie das glänzt, alles krumm und schief. Ja, auch wieder, naja, das ist halt, das ist Temu, sag ich mal. Das ist Temu. So gucke ich da, wenn ich das sehe, da wird mir genauso schlecht. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, sind da gar nicht so viel verkehrte Sachen dabei. Gerade das Kleid für Marie finde ich eigentlich richtig cool. Die Klamotte für Jonas, die Bodies und so. Mit der fetten Winterjacke. Mal gucken, wie die aussieht. Das sehe ich wieder aus wie so ein Bär. Mit der T-Rex. Der T-Rex-Pullover ist mein Highlight. Nicht das S-Shirt, nicht das andere, aber der T-Rex-Pullover ist mein Highlight. Habt ihr schon mal bei Temu bestellt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr vor, mal bei Temu zu bestellen? AliExpress kenne ich nicht. Wish habe ich noch nicht bestellt. Temu habe ich noch nicht bestellt. Aber immer irgendjemand macht irgendwas. Gibt es bei Temu Samyang? Müssen wir mal schauen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. So, jetzt muss ich noch mal kurz einen Zwischencut machen, weil ich habe was vergessen. Die hat gemeint, da waren noch so Narben drin, ja. Was bestellt man bei Temu? Natürlich Narben. Wer nicht weiß, was Narben sind, der guckt sich das an. Das sind Narben. Da kannst du hier nämlich eklige Narben und irgendwelche Kratzer und Schürfwunden und alles. Das sind so Tattoos, ja, machst du dir auf die Haut und siehst dann aus wie eine Missgeburt. Das ist auf jeden Fall richtig toll. Kauf dir das, gönn dir Narben, damit du richtig verschandelt aussiehst und abartig. Und was es noch gab als zweites hier, wer schon immer mal einen Nagel durch den Daumen haben wollte, der gönnt sich das, weil das ist ein Nagel durch den Daumen. Ich habe es schon zu ihr gesagt, als sie mir das in der App gezeigt hatte, so ein Schwachsinn, wer kauft sowas? Und jetzt ist es in dem Paket mit drin gewesen. Ihr stellt euch dann so hin, macht das um den Daumen und der Daumen ist durch den Nagel durch und alle sagen, oh mein Gott, krass, Digga, ich küsse deine Augen. Noch krasser ist nur hier diese gute Zeiten, schlechte Zeiten Bettwäsche, aber ja, die ist nicht von Temu und die war wahrscheinlich auch teurer. Das kommt weg und ja.